So, hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video hier aus Camp Blindfort. So sieht's aus, nicht anders. Heute zum Thema Audi RS6. Ja, ich finde das Auto so geil. Richtig geil. Bin überlegen, ob wir nicht uns so ein Gerät, so ein Geschoss, würde ich mal sagen, holen. Als Firmenwagen. Habt oder wer da draußen Lust hat, ein Projekt mit uns zusammen zu entwickeln. Ja, das ist in der Videoreihe jetzt Audi RS6 sehr willkommen. Ihr könnt mir auch über Instagram schreiben, unter Andreas Belzek. Da könnt ihr mir auch vielleicht Vorschläge oder was auch immer, wie auch immer, schicken. Das Auto muss aber TÜV-konform sein. Das heißt, es gibt viele Künstler da draußen, die zeichnen wirklich echt krasse Sachen. Aber die sind nicht umsetzbar. Ja. Zu breit, zu schmal, zu keine Ahnung. Also wirklich, man muss, das Auto muss immer noch ein Auto bleiben, ja, mit Straßenzulassung in Deutschland. Wenn man vor dem Auto steht, ist okay. Also direkt davor, also so auf dem Parkplatz oder so. Wenn man das Auto aber auf der Autobahn sieht, ja, und vielleicht fährt der Audi RS6 langsamer und du überholst den, oder von Weitem schon, denkst du mal, Alter, was hat der Belzec da gemacht mit dem Audi RS6? Der hat ja vom Werk so ein krasses Widebody-Kit schon drauf. Eigentlich finde ich das sexy. Zu den Spannbogen, ich nenne die so Spannbogen-Verbreiterungen, was Audi RS6 schon serienmäßig hat, habe ich runde Verbreiterungen dran gemacht. Ja, dazu. Ich habe zuerst gedacht, okay, ekelhaft, raus. Und dann habe ich mir das so ein paar Mal angeguckt. Also guckt euch wirklich das Video jetzt ein paar Mal vielleicht an, bevor ihr hier irgendwas schreibt. Ja, oh nee, sieht nicht gut aus oder was auch immer. Und vielleicht denkt ihr darüber anders, weil ich habe zuerst gesagt, boah, nee, kannst du nicht machen. Ja, mach das lieber doch eckig und ein bisschen breiter. Aber ich finde das Eckige plus die andere Verbreiterung gar nicht so verkehrt. Aber vielleicht liege ich da falsch. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht mit euch können wir so ein Audi RS6 Geschoss Edition bauen. Ja? Wir fangen an mit dem Heck. Ja? Da habe ich bei dem Diffusor, der ist schon nicht schlecht. Ja? Also man muss wirklich Audi auch loben. Die haben echt ein geiles Auto rausgebracht. Ja? Und zwar, warte mal, wir gucken hier. Ja? So, achtet jetzt nur erstmal auf den Diffusor bitte. Ja? Und zwar, wir vergrößern die ganze Geschichte. Ich finde ihn so sehr schön. Also die seitlichen Dinger finde ich sowieso schon cool. Mhm. Nur, der ist mir in der Mitte zu glatt. So eine kleine Abrisskante haben wir gemacht. Ja, und hier oben auf dem RS6-Spoiler so kleine Spoiler-Lippchen. Der hat, warte, ich mal so einstellen hier, der hat den Bogen von hier nach da. Ja, sieht schon fett aus. Plus die wir gezeichnet haben. Ja. Jetzt, ich bin so ein bisschen unsicher. Eigentlich irgendwie gefällt mir das nicht, aber irgendwo schon. Ich weiß nicht, ob ich länger gucken muss. Ich weiß es nicht. Vielleicht könnt ihr hier bei YouTube oder über Instagram mir privat schreiben. Bitte nicht über Prior Instagram schreiben, weil da blockiert ihr mit sehr vielen Nachrichten das Tagesgeschäft. Ja? Könnt ihr mir schreiben, vielleicht Vorschläge und ob irgendwas euch gefällt oder nicht. Ja, natürlich auch hier kommentieren, das ist sehr wichtig in dem Video. Wir machen jetzt eine Videoreihe mit dem Audi RS6 und quasi, wenn jetzt einer schreibt, nee, das sieht super aus und 10 schreiben, das sieht scheiße aus mit den runden Verbreiterungen, dann bauen wir eckige natürlich. Ne? Also da, wo die Mehrheit hingeht, da werden wir quasi mit euch zusammen den Audi RS6 entwickeln. Auf jeden Fall, hier dürft ihr wirklich mitspielen. Ja? Also das heißt, wir bauen mit euch ein Auto. Und im Sommer, falls Corona uns erlaubt, ja, machen wir so ein kleines Event, machen wir eine schöne Präsentation von dem Auto hier live vor Ort. Mit euch zusammen. So sieht's aus. Weiß ich nicht. Also Schweller, achte mal auf die Schweller. Ich finde, das Auto hat schon geile Schweller. Ja? Also ich will da nichts ändern. Ja, ich bin zu weit gegangen. Was ich ändern würde, ist quasi so ein Schwert, ja, was quasi unter die Seitenschweller befestigt wird. Hm. Das kann man schön in Carbon machen. Ja, aber die Schweller, Audi, Respekt. Geile Arbeit.
Der Fuso, gar keine Frage, auch. Ja, schön, aber mir persönlich ein bisschen einfach zu glatt. Mhm. Weil die Seiten, wenn man auf dem Foto vielleicht sieht man nicht, aber hier, ja, das ist bestimmt. Stimmt. Das ist bestimmt so, ja, dass nach hinten geht. Und in der Mitte ist er, verschwindet er mir. Also, weißt du, so. Auch wenn du von hinten, von oben so runter guckst. Genau, da hat links und rechts so. So wirklich, das sind so, solche Klopper, ja, diese, was nach oben geht. Jo. Mir persönlich. Guck mal, ich mecker bei einem Traumauto, wirklich bei einem Traumauto, versuche ich das jetzt schöner zu machen. Audi RS 6. Oh, das. Ist das der? RSR, ja. Ach so, boah, ich habe mich voll erschrocken. Ich dachte auch, da wäre so ein Spoiler dran. Ich so, Jesus, was ist das? Aber die haben die auch Schwelle auch gelassen. Siehst du? Ich finde die sehr, sehr, sehr schön. Auch die Front finde ich schon, also die Front, Basisfront, hier. Wo ist das? Okay, mal gleich. Mhm. Finde ich auch sehr, sehr, sehr schön. Und also, hinten haben wir nochmal Diffusor, Heckklappen-Spoiler. Sollen wir sowas bauen, sollen wir ein bisschen anders bauen? Und am Dachspoiler so kleine Spoiler-Ecken. Heckverbreiterung, Schweller Schwert, Frontverbreiterung und jetzt gehen wir nach vorne. Finde ich das Auto schon als Basis fett. Was mir nicht gefällt bei allen Audi-Modellen, alle Audi-Modelle, sind hier die Polizeiklopper. Das sieht aus wie eine amerikanische Polizei. Wie so Dinge. Ja. Und guck mal hier, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich habe das Gefühl, die Front zeigt nach oben. Oh, weißt du, was ich meine? Du meinst, das kippt so weg, oder? Als wenn der unten länger wäre und dann kippt es nach vorne. Ja. Designtechnisch, also hier dieser Dings hier, fett, gar keine Frage. Sieht schon jetzt brutal aus. Und live... Ich glaube, wegen der Strebe, die links runter geht. Und dann, ja... Das meinst du? Mhm. Irgendwas, ja, ja. Also vielleicht ist das nur bei dem Bild, weil eigentlich gefällt mir die Front sehr gut. Ja, die Kotaka, cool. Die Kotaka. Tak, tak, tak. Runde Verbreiterungen. Guckt euch bitte das nochmal an jetzt. Von vorne. Wie gesagt, vielleicht habt ihr auch das gleiche Gefühl wie ich. Irgendwie sieht das geil aus, aber irgendwie doppelt. Ich weiß nicht, ob das nicht so doppelt ist, ich weiß es nicht. Geht das so in Richtung des Alten vielleicht? Ja, aber der Alte hat nicht die großen, die, eine nicht, ne? Die eckigen plus Dings, sondern einfach der Dings hier. Ne? Eure Meinung ist wirklich gefragt. Warte, müssen wir mal gucken. Zentral von vorne. Finde ich brutal, das Auto. Ja. Auf jeden Fall guckt sich einen krassen Unterschied an. Ja, also ich finde das schon... Sehr krass. Meine Meinung. Mhm. Ja, also mit den Luftadressen, wie hat der vorne? Nee, das hat keine Luftadresse. Na doch, hier. So nach außen, ne? Ja. Nee, das ist ja original, das. Die Stoßstange ist original. Das ist alles original. Das ist nur das ist hier. Ah, okay. Ja. Auf jeden Fall nicht zu viel, ja. Aber auch nicht zu wenig. Vielleicht können wir, wenn ihr sagt auch, weißt du was, Belzac mag gar kein Wide Body. Wir bauen aus dem Auto nur quasi schöne Lippen. Ja? Vielleicht irgendwie eine Strebe hier oder zwei in einem Lufteinlass. Ja? Auf der Haube vielleicht irgendwas, wenn ihr Idee habt für die Haube, irgendwelche Luftdruckschlitze oder vielleicht so ein Power Dome oder, ja. Jo. Man muss ja nicht immer Wide Body sein. Ne? Das ist so eine der wenigen Autos, wo das echt nicht. Wo ich nicht weiß, ob das richtig ist, oder? Weißt du was? Und deswegen, das ist wirklich kein Scherz. Ich habe das Projekt jetzt 3 Monate auf meinem Rechner. Mhm. Ja, seit 3 Monaten habe ich das auf dem... Nein, länger, 6 Monate bestimmt. Und ich wird da nicht warm irgendwie. Ich würde sagen, keine Ahnung, also vielleicht doch nur so kleine Lippen ohne White Body. Ne? Aber danke, Autobild und Autobild Sportcast und so weiter. Die posten sehr viel in der letzten Zeit von uns, was ich ziemlich cool finde. Gut, sind auch geile Projekte. Muss ich mich selber loben. Während natürlich das Video läuft, bin ich in Dubai. Ich verrate so ein bisschen,
Ja, wir sind unter anderem auch bei PP Performance und testen 4 Fahrzeuge. Ja, also schreibt Kommentare. Hier könnt ihr kommentieren, aber wenn ihr irgendwie Bildvorschläge habt, vielleicht kann einer zu Hause auch gut zeichnen und so weiter, könnt ihr mir das lieber per Instagram schicken, ja, die Bilder, ja, privat, nicht an die Firmen. Ja, weil da bist du sehr selten unterwegs. Ich bin da eigentlich wirklich, manchmal nachts, wenn ich nicht schlafen kann, baller ich mir die ganzen Nachrichten durch, aber sehr, sehr, sehr selten, ja, bin ich da drin. Deswegen, ja, so sieht's aus. Also hier nochmal ein kleines Bild, ein bisschen näher, hier von vorne, finde ich die Lippe zum Beispiel hier, von, aber dieses Bild finde ich sogar ein bisschen schöner, weil das schön nach vorne geht, ja. Hm. Finde ich sehr, sehr schön eigentlich. Ich würde sagen, wir machen die Bilder jetzt nochmal rein am Ende. Ja, genau. Der Sascha macht ein paar Bilder rein. Hier haben wir noch so ein Photoshop-Bild gemacht. Ja, check. Ja, ja, finde ich cool. Aber ihr entscheidet. Wir machen mit euch ein Projekt. Wer Bock drauf hat, abonniert uns und wir legen zusammen los.